Leonstein ist um ein Schmuckstück reicher. Mit einem Autofrühling eröffnete das Autohaus Felbinger seinen neuen Schauraum direkt an der Landesstraße nach Mulm. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit zu einer Probefahrt mit den neuesten Nissan-Modellen, die künftig gemeinsam mit Jung- und Gebrauchtwagen im neuen 450 Quadratmeter großen Schauraum in einem modernen, lichtdurchfluteten Umfeld präsentiert werden. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung zum Eröffnungsfest, genossen das umfangreiche Rahmenprogramm und wurden natürlich auch kulinarisch und musikalisch verwöhnt. Herzlichen Glückwunsch zu diesem neuen Schauraum, mit dieser Innovation natürlich mit der drehbaren Bühne, modern, innovativ, dynamisch kann ich nur sagen. Es ist wirklich ein Traum zum Zuschauen, wie das Gebäude gewachsen ist, vom Bagger, also vom Aufbaggern der Schlader bis zu der Fertigstellung und jetzt bis innen. Also ein schönes Gebäude, wir sind stolz drauf. Ich muss ihm gratulieren, dass er das geschaffen hat. Ich denke, es ist dann auch ganz anders arbeiten, man ist mit einer ganz anderen Freude dabei und die nächste Generation hat wieder neue Ideen und ich denke, dass alles das in Summe ist eine tolle Symbiose. Er hat wirklich extrem viel Leidenschaft, extrem viele Stunden damit verbracht. Wir haben viel diskutiert. Er verbringt jetzt nur lieber die Zeit da in der Firma. Das ist natürlich widersprüchlich, weil ich ihn auch gern zu Hause habe. Aber ich freue mich, wenn er sich wohlfühlt in seinen neuen Büroräumlichkeiten und in den neuen Schauräumen. Ja, die haben sich einfach irrsinnig gut entwickelt. Vor 35 Jahren den Betrieb gegründet, seit fast 35 Jahren eben auch Nissan. Besser kann man es eigentlich nicht machen. Dass er ein erfolgreiches Unternehmen ist, sieht man an den vielen Nissan, die das Auto aus Felbinger auf die Kennzeichenhalterungen um haben. Also das weiß man schon, dass das ein Top-Unternehmen ist. Mit dem neuen Schauraum setzt Franz Felbinger den vorläufigen Höhepunkt in der 35-jährigen Erfolgsgeschichte des Autohauses Felbinger. Bei der Errichtung vertraute der innovative Firmenchef ausschließlich auf die Dienste regionaler Betriebe. Ja, Franz, du hast ein paar starke Tage jetzt hinter dir, du hast Grund zum Feiern gehabt. Wir stehen da in deinem nagelneuen Schauraum, den du eröffnet hast, direkt an der Landesstraße zwischen Leonstein und Mulm. Das ist, glaube ich, ein richtiges Schmuckstück geworden, kann man sagen, gell? Ja, es war total super. Wir haben ein zweitägiges Eröffnungsfest gehabt, jetzt am 8. und 9. März. Mhm. Es war sehr gut besucht. Es sind Stammkunden gekommen, Nachbarn gekommen und es waren auch sehr viele neue Besucher da. Ja, und jetzt seid ihr praktisch unübersehbar, wenn man da von der Mulnerbrücke herfährt oder auch von Leonstein. Also man fährt ja fast direkt zu dir da in den Auslag rein, von dem neuen Schauraum. Es ist ja relativ flott gegangen. Ihr habt das relativ schnell auf die grüne Wiesen da gestellt praktisch. Ja, wir haben natürlich im Vorfeld geplant. Nicht? Mir war immer wichtig, lieber eine längere Planungsphase und eine sehr, sehr kurze Bauphase, weil es ist trotzdem, nebenbei muss der normale Betrieb weiterlaufen, mhm, und auch der Autoverkauf. Wir haben fast einen Komplettumbau gemacht. Also es hat ja im Außenbereich auch ein Grundstück gegeben, das schon uns gehört hat. Das war bisher noch nicht bebaut. Das ist jetzt erweitert worden. Da haben wir jetzt erweiterte Parkfläche. Kernstück war natürlich die Fläche des Schauraumes. Die hat sich jetzt versechsfacht. Ja. Versechsfacht, habe ich das richtig gehört? Das ist ja gewaltig, oder? Das ist ja unglaublich. Naja, es ist ja nicht nur ein Neubau-Schauraum geworden, sondern wir haben ein zweites Gebäude, was mit einem Dach gemeinsam verbunden ist. Das ist jetzt ein Gebrauchtwagen-Schauraum, da haben wir auch 6 Fahrzeuge Platz drinnen und mit einer Besonderheit. Wir haben dort auch eine Drehbühne drinnen. Da ist jetzt auch der neue Fotoplatz für die Gebrauchtwagen-Fotografie. Fotostudio für Gebrauchtwagen, für was braucht man sowas? Ja, Fotostudio ist ganz was Wichtiges. Mir war das ein irrsinniger Anliegen und man verkauft ja heute viele Fahrzeuge übers Internet und der Kunde aus der Ferne will sich einfach ein gutes Bild machen von dem Auto. Und das geht einfach am besten in so einem Fotostudio. Da ist es einfach wetterunabhängig, egal ob das jetzt im Sommer ist oder ob das im Februar ist und draußen der Schnee liegt. Man hat immer den gleichen Hintergrund.
das ist was, auf das bin ich besonders stolz, weil da sind wir sicher meines Wissens der Erste im Bezirk, der sowas hat. Seit Beginn an ist das Autohaus Felbinger Nissan Markenhändler. Die Produktpalette reicht vom agilen Cityflitzer über starke Crossover- und Pickup-Modelle bis zu geräumigen Nutzfahrzeugen. Service- und Reparaturarbeiten werden vom kompetenten Technikerteam an allen Automarken zu Top-Konditionen durchgeführt. Besonderen Wert legt man im Autohaus Felbinger auf beste Beratung und persönliche Betreuung. Das bringt sogar Kunden vom Zentralraum ins Steiertal. Ja, das Geschäft läuft ja, glaube ich, ganz gut. Wie viele Autos verkaufst du so im Jahr? Kann man da Zahlen nennen? Ja, es hat sich sehr gut entwickelt. Wir verkaufen die letzten Jahre jetzt immer über 100 Autos. Mhm. In Summe, also neu und gebraucht wegen. Ja, bei den Neuwagen ist ja nach wie vor sehr beliebt der Qashqai. Das ist also ein Dauerrenner seit 13 Jahren mittlerweile. Was sind so die neuesten Trends jetzt bei der Marke Nissan für heuer? Was kann man sich da erwarten? Ja, wir haben eine total neue Motorenpalette bekommen. Eben beim Qashqai sind zwei neue Benzinmotoren, es gibt zwei neue Dieselmotoren. Was wir jetzt auch neu im Programm haben, überall Doppelkupplungsgetriebe, sprich beim Benziner gibt es Doppelkupplungsgetriebe, somit eben Automatik. Und auch beim kleineren Diesel haben wir Doppelkupplungsgetriebe. Und was wir jetzt auch ganz neu haben beim Qashqai, ist die Kombination von 4x4 Antrieb und Automatik. Und was mir auffällt im Steyr, da ist auch immer mehr Nissan Elektroautos umfahren, oder? Da ist das. Das ist ein Trend, der jetzt auch in die ländliche Region einzieht. Ja, Nissan war ja schon ganz, ganz bald dabei mit der Elektromobilität. Der Leaf der ersten Generation ist ja 2010 am Markt gekommen. Die Fahrzeuge laufen seither sehr zuverlässig. Und jetzt ist ja ganz neu 2018 der neue Leaf gekommen. Eben vom Design her sehr sportlich, nicht mehr so als klassisches Elektroauto zu erkennen. Es ist echt ein fesches, dynamisches Auto und hat eben jetzt auch Reichweiten, weil er zwei Batteriegrößen hat. Zum einen die 40 Kilowattstunden Version mit realistischen 270 bis 290 Kilometern und ganz neu jetzt die 62 Kilowattstunden Version, wo man knapp 400 Kilometer kommt. E-Mobilität war ja Nissan immer schon Vorreiter. Ich glaube, das hat man so mitverfolgt. Der führende Anbieter, glaube ich, weltweit, was ich so einmal gelesen habe. Stimmt das? Ja, Nissan war ganz bald dabei mit der Elektromobilität, mit zwei anderen Herstellern. Die haben wirklich sehr bald begonnen. Durch das haben sie eine irrsinnige Erfahrung. Die Fahrzeuge sind sehr zuverlässig und der Leaf ist nach wie vor ungeschlagen das meistverkaufte Elektroauto weltweit. Und ich glaube, Nissan hat ein paar ganz tolle Modelle. Was dann mit den alten Akkus passiert, hast du mir da immer erzählt, gell? Da gibt es witzige Beispiele. Genau, also die werden nicht irgendwo entsorgt, sondern da wird nachgeschaut, welche Zellen von den Akkus man noch verwenden kann. Ja. Und die werden dann in alte Speicherakkus zusammengebaut und da gibt es eben zwei Beispiele. Zum einen eine Stadt in Japan, dort wird mit einer Photovoltaikanlage werden die Akkus aufgeladen untertags und am Abend wird die Straßenbeleuchtung betrieben mit den Akkus. Und was jetzt ganz neu ist, ist dieser Nissan Energy Roam. Das ist so ein kleiner tragbarer Akku. Der hat 700 Wattstunden. Damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, man kann mit diesem Energy Roam kann man eine Mikrowelle betreiben, auch einen Kühlschrank. Und da gibt es dann eigens eine Kooperation mit einem Campingbauer. Ja. Da ist ein Anhänger entwickelt worden. Und mit diesem Energiespeicher kann man zusammen mit einem Solarpanel eine Woche lang kann man draußen campen. Kann man Urlaub fahren damit. Genau, ja. Sehr gut. Autohaus Felbinger in Leonstein. Ihr verlässlicher Partner für alle Automarken.